Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Single LS17 aus Sibas Husum und ich habe falsch angefangen. Vom Hof der Familie Chaos zusammen mit meinem Schatz. Hi, mein Schatz. Hallo. Die Begrüßung war falsch, aber wir haben auch gerade. Wir nehmen ja wieder mal nach dem Stream auf. Ne? Die meisten von euch waren ja gestern Abend anwesend und haben den Stream geschaut. War ein guter Stream, hat Spaß gemacht. Oder, Schatz? War unterhaltsam. Ja. Auf jeden Fall. Und wir machen jetzt noch quasi die Reste fertig. Ne, wir haben ja jetzt Frühling, ne, also für alle, die nicht im Stream vielleicht anwesend waren. Wir haben den Winter komplett übersprungen, weil, sind wir mal ehrlich, im Winter bis auf Schafversorgung kann man nicht großartig was machen. Forst ist jetzt nicht unbedingt unser Ding. Deswegen kam da auch nichts, deswegen haben wir jetzt übersprungen. Sind jetzt am zweiten Frühlingstag, weil wir den ersten, da hatten wir noch ein bisschen Schnee, da mussten wir auch noch ein bisschen überspringen. Und dementsprechend starten wir jetzt hier am zweiten durch und sind in der Aussaat. Ne, wir haben jetzt schon. Schatz hat auf Feld 48 hast du Gerste gesät, ne? Ja, genau. Genau, ich sehe jetzt hier auf der 49 den Weizen wieder aus. Und auf Feld 6, da bist du jetzt bei mit Raps, ne? Ja. Genau. Feld 40 werden wir auch wieder Raps, denke ich mal, ansehen, dass wir Kohle kriegen. Und Feld 16 wollten wir diesmal Pappeln sehen, genau. Ja. Da müssen wir dann noch die Legemaschine holen und die Paletten holen und da müssen wir Pappeln sehen. Das wird auch noch lustig. Da können wir uns noch auf etwas gefasst machen. Und was wollte ich denn? Ach so, ja. Schatz, meinst du, wir sollten auf heute Abend hinweisen? Kannst du gerne machen, ich denke schon. Wer im Stream nicht dabei war, hat es ja auch nicht mitbekommen. Na, das stimmt. Also, heute Abend ab 20 Uhr plus 15 Minuten ist immer so unsere Zeit, wenn wir anfangen. Nee, ab 20 Uhr haben wir vor, heute Abend GTA zu streamen. Wir haben gestern im Livestream mal gefragt gehabt und die Resonanz war sehr, sehr positiv und dementsprechend haben wir uns überlegt, können wir mal machen, wollen wir mal machen, haben wir Bock zu. Das heißt, ab 20 Uhr gerne mal vorbeischauen, müsste eigentlich auch jetzt so um den Dreh normalerweise eine Ankündigung da sein. Auf Instagram, auf YouTube in der Community und auch auf dem Kanal als nächster anstehender Stream. Müsste eigentlich alles drin sein. Gerne mal vorbeischauen, wir würden uns freuen. Also über regen Besuch würden wir uns freuen, sagen wir es mal so. Und sind wir mal gespannt, was passiert. Böse Zungen behaupten ja, dass die Leute das nur sehen wollen, weil sie mal sehen wollen, wie ich da... Ich live von den Action, ja. Ja. Ich weiß zwar nicht, was da gemeint ist, aber hey. Oh. Ich hab... Okay, doch nicht. Was machst du? Nee, ich hab hier gerade jemanden beobachtet, das sah aus, als würde da jemand raus wollen. Okay. Meldet sich jemand... Ja? Ja, ja. Sekunde mal kurz. Ach, du meinst bei dir? Hier war noch so was Kleines, Flauschiges drin. Ach, bei dir meinst du? Ajo. Ach so. Ich musste da kurz was Flauschiges rauslassen. Hat er an der Tür gekratzt. Oh. So, lass mich raus. Hilfe. Ich hätte gar nicht gesehen, dass er reingegangen ist. Nee, ja, habe ich auch nicht mitbekommen. Aber wenn es er ist, dann kriegst du es eh immer nicht mit. So leise, wie der immer ist. Ja, und dann kommt immer dieses zärtliche Mau. Ja. Er ist schon so eine Marke, ne? Mhm. So, ja, deswegen eine kleine, kurze Unterbrechung. Aber hey, kennt ihr ja von mir nicht anders. Oder von uns nicht anders, sagen wir es mal so, ne? Ich bin ja immer nur der Typ, der hier sitzt und den ihr seht. Was wollte ich denn jetzt gerade sagen? Das weiß ich nicht. Das ist gut, ich auch nicht. Worüber haben wir vorher gesprochen? Achso, wir haben vorher über den Stream gesprochen. Wie gesagt, gerne anwesend sein. Wenn ihr selbst GTA spielt, könnt ihr natürlich genauso gut, wenn Platz auf dem Server ist, auf dem wir sind, auf den Server kommen. Ne? Also, das ist dann ja nicht so unbedingt das Problem.
Ich meine, sind wir mal ehrlich, wer dann da anfängt und irgendwelchen Mist macht, Er muss schmeißen wir mit runter? Konsequenzen rechnen. Ja. Und ich glaube, da sind wir dann auch nicht die Einzigen, die dann dagegen angehen. Ich meine, bei permanenter Benervung, das ist auch ein cooles Wort, Benervung. Also wir haben schon Mittel und Wege. Sagen wir es mal so. Ich habe total den Faden verloren. Na, was ist denn mit dir los? Echt. Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, wenn du mich jetzt fragst, was du vorhin gesagt hast, ich wüsste auch nicht mehr. Ja, das war. Der Tag heute war ein bisschen anstrengend, oder? Ach nö. Ach nö. Ich weiß es nicht. Ich weiß auch nicht, über was ich jetzt noch. Die Katja hat mich verwirrt. Verdammt. Was für Aussehen hast du, glaube ich, noch gefragt, oder? Ja, das hatten wir ja erzählt. Haben wir das schon? Das haben wir schon. Wir müssen auf jeden Fall noch Mineraldünger kaufen und auf jeden Fall die Felder hier düngen. Das ist auf Okay. jeden Fall noch etwas, was in nächster Ja, Zeit das ansteht. können wir ja dann gleich als nächstes machen. Weil ich glaube, warte mal, ich gucke mal ganz kurz. Ja, der Ölrettich hat auf jeden Fall seinen Dienst getan und wir haben eine Düngestufe bekommen. Dann heißt, wir fahren noch mal überall rüber, dann kriegen wir noch eine zweite Düngestufe, also mit Düngen, dann kriegen wir noch eine zweite Düngestufe. Und dann später noch mal mit der Spritze. Wir müssen auch noch mal. Ah, siehst du, die Wiese müssen wir auch noch mal düngen. Da müssen wir noch mal mit der Walze rüber. Bevor wir da den ersten Schnitt machen können. Heuballen haben wir eigentlich noch genug für die Schafe. Brauchen wir theoretisch, glaube ich, diesmal nicht. Ich denke mal, den ersten Schnitt werden wir dann Heuballen machen und die verkaufen. Okay. Weil, ja, doch, doch, das machen wir. Achso, für die Leute, die im Stream nicht dabei waren, wir haben jetzt einen Ballenwagen. Wir hatten ja, oder ich hatte. Nee, wir hatten in der letzten Folge gesagt gehabt, dass wir einen Ballenwagen hatten, der rumgerutscht ist, den wir dann wieder nicht genommen haben. Und dementsprechend, ich habe mir jetzt von Forbidden Mods ist es, glaube ich, den Fliegel DBV, DBW. DBW ist es, glaube ich, ja. Den mit Autoload-Funktion und runterklappbaren Seiten, Kennzeichen. Den habe ich uns geholt. Den haben wir jetzt hier drauf. Damit wir halt einfach alles transportieren können, damit das alles vernünftig funktioniert, ne? Und Diskussionen über Autoload hin oder her. Es gibt's im Spiel, also nutzen wir es auch. Sagen wir es mal so. Bis jetzt haben wir da noch nicht irgendwie. Also so ganz, ganz große Lust, hier die gefühlten 300 Ballen, die zusammenkommen, wenn wir hier mal die Wiese ernten oder mähen, habe ich eigentlich nicht Lust, per Hand zu beladen, wenn ich ehrlich bin. Und ich glaube, Schatz, du auch nicht, ne? Nee, nicht wirklich. Du mähst gern das Gras und du wendest es gerne und du presst es Ja. gern, aber nee. Ja. Vielleicht sollten wir uns auch mal überlegen, ob wir eine größere Ballenpresse tatsächlich uns mal zulegen. Ja, das wäre sinnvoll auf jeden Fall. Weil dann haben wir natürlich auch einen Vorteil, dann sind das auch 4000er Ballen und nicht 2400er. Genau. Dann kommen natürlich ein bisschen weniger zusammen. Wir haben ja noch die, was können wir kaufen? Wir könnten die von Kuhn. Oder die New Holland. Ich würde sagen, wir kaufen dann die Kuhnpresse. Oder die New Holland. New Holland Presse wäre die, was du letztens hier vor der Haustür hattest. Die kleine. Na, dann schauen wir mal. Drescher wollten wir eigentlich auch noch austauschen, ne? Ich weiß gar nicht, was wolltest du da holen? Den großen. Okay, schauen Also wir mal. den 460er Lexion gegen den größeren tauschen. War eigentlich so der Plan. Aber mal gucken. Im Moment haben wir geldtechnisch, glaube ich, für beides nicht genug Geld. Wie viele haben wir denn eigentlich? Wir haben jetzt 105.000 Euro. Okay. Wir haben noch ein bisschen, also ein bisschen Wolle. Die Schafe werfen relativ viel Wolle ab. Also über Winter habe ich, glaube ich, zweimal bei einer großen Nachfrage Wolle verkauft. Wir waren zwischendrin runter auf, ich glaube, etwas unter 50.000 Euro und sind jetzt auf 105.000 Euro hoch. Also knappe Okay. 50.000 Euro Wolle. Das geht. Ist okay. Ja. Und jetzt haben wir, glaube ich, auch schon wieder zwei Kisten Wolle oder ein. Nee, ich glaube sogar vier. Also es lohnt sich.
Also die Sibbershusum-Schafe geben deutlich mehr Wolle als die Standardschafe. Das kann man einfach so sagen. Ja, weil da war ja die Frage, lohnt sich oder was ist der Unterschied, da man ja mehr Futter reinmacht, bringt es mehr? Ja, es bringt mehr. Definitiv. Kann ich an dieser Stelle bestätigen. So. Ich habe immer noch so viel. Wie weit bist denn du mit dem großen Feld? Ja, also sobald mal die Hälfte, wobei ich gleich mal zum Saatgut auffüllen komme. Ich habe nur noch 4%. Oh, okay. Komme ich mal langsam hoch. Aber ich habe hier schon ein gutes Stück geschafft, ja. Weil ich bin jetzt. Ich habe hier noch ein Drittel ungefähr. Bisschen mehr als ein Drittel sogar noch. Okay. Und ich fahre eigentlich durchgehend. Also ich hatte jetzt nicht irgendwie, dass ich mal gestanden bin. Außer das eine Mal. Ja gut, okay, ich habe Saatgut nachgeholt. Stimmt. Ging auch ein bisschen Zeit drauf. Hast du schon wieder? Du hast doch vorhin. War vorhin voll, ja, ne? Ja, so gut wie. Aber Oh, jetzt okay. ist gleich leer. Also ich muss jetzt dringend auffüllen. Ich komme jetzt rüber. Soll ich das wieder für dich übernehmen? Wenn du Zeit hast, gerne. Oh, mein Rücken, da musst du mich nachher massieren. Ja. Mache ich natürlich sehr gerne für dich. Denk dran, zieh bitte die Handbremse, bevor der Schlepper wieder durch die Gegend rutscht. Ja. Im Stream haben wir mit einem Saatgutbehälter den Schlepper fast weggeschoben. Deswegen kommen wir da drauf. Ich meine, den Stream, für alle die ihn nicht gesehen haben, schaut euch gerne an. Der müsste in der Sibbershusum-Playlist sein, beziehungsweise unter Videos eigentlich das. Ah, nicht das neueste. Dazwischen drin kommt ja noch ein. Nee, das müsste das neueste Video sein. Tatsächlich, doch, stimmt. Bist du schon da? Ja, kannst rüber. Ja, warte, ich fahre eben die Bahn zu Ende, dann bin ich auf deiner Seite, dann bin ich ja fast bei dir. Komme ich mal schnell rüber gelaufen. So. Ich mache das sogar schon das Tor auf. Oh, was ein Service heute. Ja? So, ich eile, ich eile. Ich eile. Handbremse gezogen. Sehr gut. Schwupp. Na, nimmt das von hier oder? Ja. Da ging, glaube ich, was ging da rein? 3000 Liter oder so, ne? Ich weiß gar nicht, warte mal, dafür muss ich. Ja, circa 2065 sind es jetzt. Bis 2066 Okay, warte. Bitte schön. hat es. Schön. Na, nicht umkippen. So. Na, da hinten steht der Schlepper. Wann holen wir uns eigentlich die nächsten Tiere? Was holen wir uns denn als nächste Tiere? Also ich würde sagen, die Ferkel. Okay. Da müssen wir mal schauen, was wir für die Ferkel tatsächlich brauchen. Also was hier in die Zucht mit rein muss. Weil das weiß ich jetzt aus dem Kopf nicht. Und dann können wir mal gucken, was wir davon schon haben, was wir noch brauchen. Und dann können wir darauf hinarbeiten. Weil Stroh haben wir noch. Silage haben wir auch noch. Ich denke mal, das wird auch benötigt. Heu haben wir auch. Wasser, gut, Wasser sowieso. Ja, schauen wir mal. Also Ja, doch, sollte doch. ja gehen eigentlich, ne? Eigentlich ja. Ich bin auch für Ferkel auf jeden Fall. Weil das ist ja etwas, das ist ja hier besonders drauf. Das ist ja wie die Sibbershusum Schafe. Ja, definitiv. Schauen wir mal nachher mal. Ich denke, wir dürften fast alles haben für die. Vielleicht Schweinefutter noch, aber das können wir ja auch abholen. Das ist ja jetzt nicht so das Problem. Schauen wir mal. Ich weiß gar nicht, nee, das kann man im Menü, kann man das. Sind die Schweine im Menü drin? Nee, da sind nur die Standardschweine drin. Da wäre es halt Körnermais noch separat.
Wir noch ein bisschen Mais, wollten wir das nicht machen? Ja, können wir. Oh, unsere Schafe brauchen bald Heu. Die sind fast leer. Müssen wir noch einen Heuball nachher reinschmeißen. Ja, Mais können wir auf jeden Fall auch noch anpflanzen. Weil wir uns auch einfach noch ein Feld kaufen könnten, ne? Ja, das dachte ich nämlich auch. Wäre, glaube ich, angenehmer. Dann gucken wir mal, vielleicht so die 47 oder sowas und dann da Mais rauf. Oder bei dir auf der Seite da neben der 6 noch ein Feld. Dann hauen wir da Mais Ja, drauf. vielleicht die 8. Ja. Kommt da drauf an, was die kosten. Na, schauen wir mal. Ansonsten müssen wir darauf hinsparen, ein bisschen Wolle verkaufen. Ah, jetzt muss ich hier das Feld fertig haben. Das ist echt. Ja, du brauchst extrem lange. Ich meine, ich fahre auch nur mit 13 km/h oder mit 12. Echt? Jupp. Du, ich bin hier mit 20 unterwegs. Na, siehst du? Da ist der Unterschied, mein Schatz. Der Kleine, aber fein. Ich glaube, das liegt. Ich weiß gar nicht, ob die Saatmaschine schneller kann. Ich glaube nicht. Ich glaube, da hätte ich mir diese andere von Kuhn, die 3 Meter holen sollen. Ich glaube, dann wäre ich schneller unterwegs. So. Zack. Na komm. Gas. Danke. Ja, so fast die Hälfte habe ich jetzt geschafft. Die Hälfte hast du schon fertig. Fast, Oh ja. Ich habe krass. so der obere Teil habe ich fast fertig. Da muss ich mich heranhalten hier. Dass ich dir noch helfen kann. Ja, da hast du schon noch was zu tun. Ich weiß auch gar nicht, wie viele Bahnen das hier noch sind. Das sind locker noch 8, 9 Bahnen. Okay. Dauert noch einen kleinen Moment. Okay. Ach, der Nebel ist weg. Na, endlich. Boah. Ja, ich hab gedacht, jetzt wird's klarer. Das war so trüb. Ich mag dieses ganz trübe mag ich nicht. Also ein bisschen Licht sollte durchkommen. So wie das hier bei uns heute Morgen war. Mit dem Nebel. Nebel aber hell. Das war schön. So. Das ist aber echt. Dieses Feld täuscht immer. Ich glaube, wir sollten uns mal angewöhnen auf der 49 mit deiner Saatmaschine. Die ist ein bisschen schneller. Was du hast, die Vapid. Ja. Dann sollte ich vielleicht mit der kleineren oder mit der hier lieber auf die 48 beim nächsten Mal. Egal. Kriegen wir ja auch so hin. Fertig wird's auf jeden Fall. Also davon mal abgesehen. Das mit Sicherheit. So. Aber das sind doch locker. Das sind locker noch 7, 8 Bahnen. Gar nicht so abwegig. Liegt es jetzt nur an deiner Saatmaschine oder Ich weiß es dass die nicht das da genau. ausbremst? Ich weiß es nicht genau. Kann auch sein, dass das der Schlepper ist, der ausbremst. Egal. Schauen wir einfach mal. Liebe Lüd, das soll es aber für heute auch gewesen sein. Wir beide sagen vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir hoffen, das Video hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Würden uns natürlich freuen, wenn ihr heute Abend alle dabei seid. Und wir wünschen euch an der Stelle einen schönen Abend, eine schöne Nacht, einen schönen Morgen. Je nachdem, wann ihr euch das Video anschaut und sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao.